Ja, hallo und willkommen meine Freunde zu einem neuen Video und heute widmen wir uns mal ein bisschen der Movie Masterpiece Linie. Wir haben ja schon Bumblebee und Optimus Prime, die beiden Hauptcharaktere aus dem Film, aus den allerersten Transformers Film von 2007 und darauf baut diese Movie Masterpiece Line auch auf. Nun steht der nächste in den Startlöchern, es ist Barricade und zu Barricade haben wir hier einige Verpackungsbilder, natürlich erstmal die Frontaufsicht, wir haben hier den Ceylon Mustang. Wie gesagt, Ceylon ist sozusagen eine Tuning-Firma oder ein Fahrzeugveredler und die haben auch die Lizenz von Ford, die Mustangs so umzubauen, dass es halt ein bisschen anders aussieht als der normale Serien-Mustang. Und in diesem Fall halt Barricade aus dem allerersten Film und natürlich auch aus The Dark of the Moon, da hat er natürlich den gleichen Roboter-Modus gehabt. Wir haben ihn dort nicht im Old-Mode gesehen, aber das wird wahrscheinlich auch der gleiche Old-Mode gewesen sein. Vielleicht mit ein paar Änderungen hier und da. Zurück zur Verpackung. Wir haben hier natürlich den Fahrzeugmodus von Barricade. Darunter nochmal den Schriftzug Transformers aus dem allerersten Transformers-Film. Dann die Bezeichnung MPM5, Barricade und natürlich ein Bild im Roboter-Modus. Und natürlich ist auch dieses Produkt wieder eine Zusammenarbeit zwischen Takara Tomy und Hasbro. Ja, dann haben wir noch das Verpackungsbild hinten auf der Rückseite. Dort sehen wir natürlich offiziell lizenziertes Produkt von Ford und Ceylon natürlich dort unter. Und auch wieder zwei Bilder vom Robotermodus und vom Fahrzeugmodus und zusätzlich natürlich noch ein Hinweis, was in dieser Barricade-Figur alles noch vorhanden ist. Also wir haben hier dieses Spinning Wheel mit den Stacheln dran, die er auch im Film benutzt hat, als Sam ihn nochmal gesehen hat, beziehungsweise wo er gegen Bumblebee kämpft. Dann haben wir eine Movable Faceplate, das heißt die Battle Mask lässt sich verstauen oder bewegen und natürlich auch noch dieses Rotor Blade Weapon, wie wir halt im Film schon gesehen haben. Ja, dann haben wir auch Bilder von der Anleitung. Sehr cool, also wir sehen hier ziemlich viele Schritte. Das, die ganze Figur wird höchstwahrscheinlich ein bisschen eine Mischung sein zwischen Remold und Human Alliance Barricade, der in meinen Augen immer noch der beste Barricade ist. Wir sehen hier leider nicht, in wie vielen Schritten er sich verwandelt, aber es dürften jede Menge sein. Vielleicht kann ich das zusammenzählen. Ach, in 40 Schritten, okay. Er verwandelt sich in 40 Schritten und natürlich kann man dann noch einige andere Sachen machen, wie zum Beispiel dieses Spinning Wheel an seinem Arm befestigen. Soweit, so gut. 40 Schritte ist für eine Masterpiece-Figur, Movie-Masterpiece-Figur eigentlich schon ziemlich beachtlich, gefällt mir sehr gut. Da wird die Transformation nicht so langweilig. Ja, und dann haben wir natürlich noch ein paar hochauflösende Bilder von der Figur an sich. Dort haben wir das Gesichtsdesign, ein bisschen zu viel Silber finde ich. Ein bisschen mehr Schwarz wäre nicht schlecht gewesen. Aber mir gefällt die Brust sehr gut. Wir sehen hier diese Fake-Motorhaube, die sich natürlich nicht so transformieren lässt. Vom Fahrzeugmodus aus, also wird die Motorhaube vom Fahrzeugmodus ein bisschen anders aussehen nachher. Dann haben wir die Stoßstangen und die Stoßstangen lassen sich links und rechts kippen. Das ist ähnlich wie der Movie Alliance Figur. Auch die Scheinwerfer gefallen mir mit dem Silber und diesem Blau. Alles eigentlich ziemlich cool. Müssen wir natürlich sehen, wenn die Figur wirklich angekommen ist und ich sie in meinen Händen halte. Hier haben wir Bilder vom Old Mode. Ähnlichkeiten zu Human Alliance Figur sind gegeben, aber hier sieht man deutlich die Panel Lines an der Tür. Also das wird ein bisschen anders sein. Die Heckscheibe sieht genauso aus wie bei Human Alliance und das Dach auch, also da werden keine beweglichen Teile sein. Dann haben wir nochmal eine Ansicht vom linken Arm, das sieht auch sehr cool aus. Also wir sehen hier, das Rad lässt sich wegbiegen und dann hat er zwei Hände, die sind voll beweglich, beziehungsweise an zwei Gelenken hier an den Fingern kann man sehen. Dann haben wir ein bisschen Blau mit drin, hier die angesprochenen Panel Lines von der Tür, die sich hier widerspiegelt, dass das Teil extra ist. Und natürlich die Fahrzeugflanke hier, also auch ein bisschen Human Alliance mäßig. Hier nochmal eine komplette Draufsicht. Wir sehen hier, dass sich die Hände bzw. die Räder sich nach außen drehen lassen. Die Beine gefallen mir sehr gut. Sie sind nicht zu schmal. Sie haben unten nochmal einen richtig schönen Kontrast bekommen mit Silber und Schwarz. Und ja, das Blau fügt sich eigentlich ganz gut ein. Da müsst ihr natürlich die Original-Roboterform sehen, das CGI-Rendering von der Figur, wie das aussieht. Aber auf den allerersten Blick sieht die Figur wirklich sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, auch die Brust gefällt mir und die Stoßstangen links und rechts waren ähnlich bei der Human Alliance Figur, die man halt so rumbiegen konnte. Und ja, im Großen und Ganzen, auch hier oben auf den Schultern sieht man die Fahrzeugscheinwerfer vorne, also die vorderen Kurflügel, auch das gleiche wie bei Human Alliance. Also die vielleicht sehr, sehr viel von Human Alliance haben, aber dennoch eine eigenständige Figur sein. Ja, das soll es gewesen sein. Das war mein kleines Infovideo zu der Barricade-Figur, Movie Masterpiece Barricade-Figur. Wie seht ihr die ganze Geschichte? Freut ihr auf diese Figur? Werden einige von euch diese Figur sich vielleicht sogar gönnen, sich besorgen, kaufen? Also ich habe meine vorbestellt. Sie dürfte Ende April eintreffen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich bin mal gespannt, wie das in Scale ist mit mit Bumblebee und Optimus Prime. Und ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.